Die Kernfusion könnte zur wichtigsten Energiequelle der Zukunft werden. An dem aktuellen Forschungsprojekt ITER sind praktisch alle Länder beteiligt. Die hohen Temperaturen im Versuchsreaktor sind mit denen der Sonne vergleichbar und können von keinem Material direkt absorbiert werden. Daher findet der Prozess in einem Vakuumraum statt. In diesem Vakuumbereich vertraut man auf die Technologieführerschaft von VAT. Dies sichert dem Unternehmen eine weitere einzigartige Positionierung in einer potenziellen Zukunftstechnologie.